ziemlich heiß. Das Schöne ist tatsächlich, dass die Sonne nicht scheint, die letzten Tage. Ist aber trotzdem halt brühend heiß, aber mit Sonne wäre es halt brennt. Es brennt. Wenn die Sonne scheint, dann brennt es. Dann brennt es. Ich saß gestern draußen, habe was am Handy gemacht, im Schatten. Und mein Handy war heiß. 36 Grad bei euch. Krass. Ist das optisch Verzerrung oder ist das Kochfett wirklich so groß wie du? Verzerrung. Ich lebe in Andorra. Ich komme aber aus Deutschland. Ursprünglich. So, Sellerie. Hallo, Puckel. Garlic. Der schöne Knobi. Ganz ehrlich, die Blätter sehen echt schön aus. Kann ich die einpflanzen? Ich will mal alles einpflanzen, damit es danach stirbt bei mir. Och nee, Felix ist auch doof. Ich dachte aber, dass es bei euch Männern gar nicht geht mit Knie kalt. Aber ja, ich habe schon mitbekommen, euch trifft es ordentlich. Wahrscheinlich sogar doller als hier, würde ich fast behaupten. Das ist das Schöne an Andorra. Ich kann es nur wiederholen. Das ist einfach echt angenehm. Wenn ich die Hitze will, könnte ich halt ein paar Kilometer fahren. Und wenn ich es gar nicht mehr aushalte, dann fahre ich einfach auf den Berg hoch, nämlich nach Pas de la Casa. Nicky mag Leckerchen, Chris sitzt Hudle. Oh, ja klar mag der Leckerle. Draco, na klar mag der Leckerle. Der kriegt dann was Feines von mir, ja? Niki, sag mal danke. Er putzt sich nur. Ihr seht schon wieder nur seinen Hintern, ne? Schmeiß die Blätter weg. Ich wüsste nicht, was ich damit machen kann. Ich glaube, so könnte es besser sein. Jetzt habt ihr gerade das Gehen verpasst. Er hat gerade lautstark. Nicht lautstark. Wie heißt denn das? Sehr dolle gedingst. Gegähnt. So, passt auf. Hallo. Sag mal danke. Außerdem ist hier schon wieder alles verzogen. Besser. Riech mal. Niki, sag mal danke. Danke, Draco. Warte. Danke, Draco. Vielen, vielen, vielen Dank für die 15 Euro für Niki. Ausführlich, ausgiebig. Habe ich gerade ein Wort nicht gewusst. Ich habe schon wieder vergessen. Das Wort, das ich nicht wusste. Sorry. Aber ich weiß, ihr wusstet, was ich meine. Das ist das Gute. Und ja, volle Montur kommt sofort. Ist aber ganz gut, weil Niki braucht, glaube ich, auch wieder Leckerlis. Die gehen nämlich langsam aus. Danke, Draco. Vielen Dank. Jetzt war ich gerade so im Redefluss, jetzt habe ich es verpeilt. Vor lauter hin und her. Knoblauch? Aha. Und dann haben wir, glaube ich, alles klein geschnibbelt, was wir so brauchen. Hallo, Ingo. Hallo. Ein bisschen faul. Kann man eigentlich zum Würzen nehmen, wie Kräuter halt. Ich habe mal gehört, du kannst damit gar nichts machen. Aber es riecht ja auch. Es riecht ja auch nach nichts. Schmeckt das überhaupt nach was? Ich hätte so gerne einen eigenen Garten. Ich hätte so gerne Hühner. Ja. Eine Spatzenpresse? Ja, die habe ich. Probier halt mal. Ich hab's gerade dran gerochen, die haben da gar nichts gedingst. Die Knoblauchpresse habe ich von einer Zuschauerin bekommen. Die ist mir heilig. Die liebe ich über alles. Und ich liebe Knobi.
Deswegen gibt es auch wieder mehr, als im Rezept steht. Und jetzt würde ich weiterlesen. Ich muss das Wasser noch salzen, aber ich glaube, das ist kein Problem, wenn ich das auch später mache. Ofen heize ich noch nicht vor. Sehe ich noch nicht ganz den Sinn. Mal umrühren hier. Ich hätte eine Gabel zum Umrühren nehmen müssen. Ich muss sowieso gleich testen. Okay. Genau. Können wir gleich nochmal einen anderen? Oder ich nehme, glaube ich, lieber einen Pfanne. By the way, ich weiß noch nicht, ob ihr es gehört habt, aber... Entschuldigung für den Lärm. Die Spülmaschine läuft. Also, ich habe es heute ein bisschen vergeigt, weil ich dann auf die Uhr geguckt habe, so wie gestern. Und dann auf einmal war schon wieder so spät. Und Player, Dankeschön, herzlich willkommen in der Ausbildung. Es freut mich, wenn es dir hier gefällt. Dickes Danke. Dankeschön.